Obwohl wir am Tag zuvor auf die ein oder andere Weise gezittert haben, überraschte uns der Oktober mit wunderschönem Wetter und bereitete die Bühne für einen wunderschönen Event. Im Hintergrund sieht man unseren neuen Hühnertrecker mit 40 Coffee and Cream Hühnern. Auf dem Menüplan standen dieses Mal rote Beete Carpaccio, Kürbiskernöl Vinaigrette, Wild vom Grill, gebackener Hokkaido und frisches warmes Apfelmus mit Zimtsahne. Und spätestens nach dem Ernterundgang war klar, die besten Birnen der ganzen Region wachsen in der Permakultur Kirchhorst. Darüber, was Bodenleben und Gemüse mit unserer Darmgesundheit oder dem Mikrobiom zu tun haben, darum ging es in mehreren kleinen Inputs auf dem Ernterundgang. Nach kurzer Einweisung wussten alle, was zu tun ist, und das Kochen konnte beginnen. Deshalb wollte ich dann nochmal mit diesem Tommy machen. Und dann, ich kriege jetzt dann. Guck mal hier, du darfst die Kürbis spalten. Ein veganer Jagdhund war auch da. Der Himmel bot nochmal ein richtiges Schauspiel und das rote Beete Carpaccio wurde mit essbaren Blüten von der Farm verziert. So langsam wurde es dunkler und der Pflaumenketchup musste noch etwas feiner werden. Die Teelichter sind schon seit unseren Adventsveranstaltungen Tradition. Und zum Essen sorgten mehrere Feuer für eine romantische Stimmung. Romantisch aussehen. Der kleine vegane Jagdhund bekam zum Schluss doch noch ein kleines Stückchen Rehkeule und die Schweine freuten sich wie niemand anders über die Abfälle vom Gemüse.